Also, liebe Freunde, wir müssen jetzt immer noch hier hoch und um das zu machen, reicht es nicht, hier mit dem Feuerball irgendwie etwas zu machen, sondern wir müssen schauen, dass wir einfach hier einmal draufhauen, dass wir uns hier hoch katapultieren lassen. So, jetzt sind wir auch schon oben angekommen am Triforce und hier bietet es sich immer an, im Einzelspielermodus die Doppelgänge einfach dahin zu werfen. Die werden dann automatisch verteilt auf den Triforce und somit hätten wir jetzt unser erstes Level tatsächlich schon geschafft. Es geht in Level 2 und insgesamt gibt es eben 4 Level. Ich schaue jetzt mal, wie weit ich hier komme. Hier ist es ganz nett gemacht. Hier bricht jetzt die Brücke weg. Jetzt müssen wir hier ein paar Gegner besiegen. Und diese Gegner sind schon ein bisschen lästig, muss man sagen. Jetzt gucke ich mal, dass unsere Doppelgänge hier nicht wegfallen. Hier sind nämlich diese Gegner, die wir vom Todesberg her kennen. Und hier müssen wir tatsächlich schnell sein und die mit dem Hammer zerstören, nachdem wir sie einmal kurz hier mit dem Schwert getroffen haben. Aber aufpassen, wie gesagt, hier sind auch noch Eisplatten. Also die Eisplatten, die können sie da auch ganz wegbrechen. Ja, da sind wir jetzt nicht schnell genug. Auf dem Eis ist es eben nicht so einfach. So, komm her. Jetzt aber, zack. Der nächste kaputt. Auch der hier noch. Okay, hier hat es jetzt nicht ganz geklappt. Jetzt aber. So, das dürfte jetzt auch der letzte gewesen sein. Genau. Ich spare mir das jetzt mal, die ganzen Items hier zu holen in den Eissäulen hier drin. Ich würde einfach mal sagen, wir wechseln hier mal durch mit unseren Doppelgängern. Und wir können auch übrigens zu dritt hier rennen mit R. Also es ist alles ganz super gemacht. Und schon haben wir Abschnitt 2 geschafft. In Abschnitt 3 geht es jetzt auch noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was uns hier alles erwartet. Hier brauchen wir wieder einen Hammer auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt alles im nächsten Video.